Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Sniper Elite Nummer 5 und wir starten heute rein in die fünfte Mission mittlerweile schon, in die Festung Guernsey geht es. Am 1. Juni 1944 auch ein neues Monat mittlerweile und wir wollen die Tarnplatten finden. Der Prototyp des Kraken ist irgendwo auf der Insel versteckt, aus der Fabrik wurden die Tarnplatten dafür zum Untergrundhospital transportiert. Falls es Hinweise gibt, sind sie dort zu finden. Also dieser Kraken ist nicht nur, wie wir da in den letzten Folgen mitbekommen haben, eine kleine Mission, die ein paar Soldaten ausführen, die dann spionieren in den Vereinigten Staaten, sondern das ist viel mehr. Da werden Raketen transportiert über das U-Boot und damit man das U-Boot nicht finden kann, gibt es eben diese Tarnplatten, denn dann kann das U-Boot von A nach B ohne entdeckt zu werden fahren. Und das ist vermutlich Operation Kraken, die Geheimoperation der Nazis. Ja, der 1. Juni 1944, wir kommen wieder auf eine große, große neue Karte. Ich habe die Karte am Handy, habe ich schon mal vorbereitet, damit wir jetzt genau wissen, wo wir da hin müssen. Es gibt hier hinten irgendwo eine Longshot Medal, irgendwo hier und da, oder war das da? Nee, da war das, glaube ich. Irgendwo hier, wo ein steinerner Adler zu finden ist. Warte, ich guck mal ganz kurz. Da. Da ist der steinerne Adler zu finden, da sollte das sein, genau, Stone Eagle 15, ach du Scheiße, okay, das ist 15 generell, nicht nur 15 auf dieser Karte, der 15. Stone Eagle generell, der ist hier, das heißt, hier müssen wir kurz mal eine Pause einlegen dann. Wir könnten theoretisch auch sagen, wir gehen einfach hier rüber und gehen dann hier zurück. Das wäre auch eine Idee. Ich glaube, das machen wir sogar. Wir fangen hier unten an. Da ist unsere Starting Location. Dann gehen wir hier hinüber, würde ich sagen. Holen uns mal diese Mission hier. Die Hauptmission, die ist hier mittendrin. Und dann geht es da drüben hin. Denn von da drüben müssen wir dann hier über die gesamte Map schießen, bis wir hier jemanden treffen sollen. Und das wäre blöd, wenn wir da vorher schon mal alles aufräumen. Und dann soll man die da schießen und den gibt es gar nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, wir gehen von da unten entlang hier an dieser Karte. Und dann hinüber wieder zurück, bis wir da dann schlussendlich wieder rauskommen. Keine Ahnung, wo unser Ende ist. Da oben ist die Exfiltrated Location. Hier. Das heißt, wir können einfach so lang gehen, dann in der Mitte wieder zurück und dann da oben vielleicht wieder zurückgehen. Das wäre eine Idee. Schauen wir mal. Das werden wir ja dann rausfinden. Mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen, was da alles auf uns zukommen wird. Ja, bevor wir reinstarten, würde ich sagen, wir gucken uns mal unsere Bewaffnung an, was wir da jetzt so gefunden haben. Theoretisch sollten wir hier... Ach nee, Spezialmunition 2 geht gar nicht. Erfordert die Fertigkeit, Gewehr-Spezialmunition, okay. Aber wir sollten hier die Unterschallmunition mitnehmen können. Die ist wesentlich leiser. Und jetzt guck mal einer an. Diese Spezialmunition mit, also die Unterschallmunition mit der Waffe, die hören uns in 4 Meter Entfernung. Lauter ist das nicht. 4 Meter Entfernung. Also wenn bei mir jetzt hier in der Küche mit dieser Waffe jemand rumschießt, den würde ich gar nicht hören. Weil die ist sicherlich 5 Meter entfernt. Geil. Nehmen wir definitiv. Da sage ich nicht nein. Das müssen wir definitiv einpacken. Haben wir eigentlich hier auch noch was Neues? Nee, das ist eigentlich nichts Neues hier, oder? DLC, das ist die Waffe, die wir mit haben. Dann würde ich ganz gerne hier auch gleich mal die Unterschallmunition einpacken. Wir haben derzeit den nicht tödliche. 37 Meter. Und da hören wir nur 30 Meter. Da sind es 50 und 50. Sind zwar natürlich, wie man hier sehen kann, immer... nicht so wirklich die besten, wenn wir viel Schaden anrichten wollen. Minus 14 Trefferpunkte, aber das macht nichts. Wir wollen leise sein, da können wir dann zweites und drittes Mal auch schießen. Wenn wir laut sind, hören die uns schon beim ersten Mal. Wir packen jetzt überall mal die Unterschallmunition ein, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Oh, einen Lauf gibt es einen anderen. Was haben wir denn da genommen? Ich glaube, wir haben immer den hier genommen, oder? Gezogen und präzisionsgefertigt. So, da haben wir die hier, M11 Goff und dann können wir da unten auch noch was anpassen bei unserer Pistole. Und dann nehmen wir mal nicht tödlich, wir gehen zuerst mal die Unterschallmunition hier rein, 18 Meter, alter Falter, das ist geil. Und dann nicht tödlich. Die ist nämlich auch ein bisschen leiser, 22. Cool, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Und was haben wir da Neues bekommen? TNT haben wir neu bekommen. Hochexplosiv, detoniert bei Beschädigungen. Cool. Brauchen wir das? Erste-Hilfe-Kasten, Verband, Schützenmine. Die Tellermine haben wir dabei. Attrappe und Sprengladung können wir noch nicht. Schließe alle Kampagnenmissionen ab. Und das würden wir bekommen, wenn wir jetzt hier diese Mission abschließen. Ich schließe Mission 5, die Festung Guernsey ab. Okay. Ja, dann bleiben wir mal bei der Schützenmine, würde ich sagen. Ich glaube, die haben wir einmal schon mal verwendet. Da hat sie nicht wirklich viel gebracht. Nicht tödliche Annäherungsmine. Vielleicht sollte man doch auf das TNT wechseln, weil mit dem TNT können wir vielleicht ein bisschen mehr erledigen.
Und wenn uns die Schützenbiene sowieso nichts bringt, ist ja doof, wenn wir die mitnehmen. So, wir könnten ja das Ganze auf dem Schießstand testen. Das ist, glaube ich, auch neu dazugekommen mit dem letzten Update. Version 1.21 sind wir ja jetzt hier. Und da könnten wir jetzt auf den Schießstand gehen und unsere Waffen testen. Aber das Gute ist, wir spielen ja hauptsächlich mit denselben Waffen. M11 Goff als unser Sturmgewehr, eine M1911 als unsere Pistole und eben neu dazugekommen seit dem letzten Update die DLC-Waffe, der DL Karabiner. Eine ziemlich leise Waffe, wie wir ja jetzt gesehen haben. 4 Meter, also das ist wirklich ein Wahnsinn. So, und wir sind mittlerweile an Rang 29, man sieht es hier oben in der Ecke, Kampagnenrang 29, 40 ist das Maximum und das heißt, wir haben wieder ein paar Fertigkeitenpunkte dazu bekommen, 5 Stück sind es an der Zahl. Ja, und man sieht hier, wir haben die innersten Ränge, einmal diesen großen und einmal die 4 inneren, haben wir schon erledigt bei der Ausrüstung, beim Kampf und beim Körper und es fehlen uns jetzt nur noch die äußeren Ränge und die benötigen immer 2 Fertigkeitenpunkte. Das heißt, um uns hier eine Fertigkeit zu holen, brauchen wir 2 Fertigkeitenpunkte und wenn wir gerade 5 haben, heißt das, wir können uns 2 neue Fertigkeiten jetzt hier dazu holen. Und ich würde mal sagen, bevor wir da in die Mission reinstarten, gucken wir gleich mal, welche neuen Fertigkeiten wir uns da gönnen können. Eine schnelle Falle. Drücke F, um rasch eine Falle zu werfen. Die Falle kann von Feinden im Kampf nicht gesehen werden. Aber ist das wirklich notwendig? Ich weiß es nicht. Sanitäter, beim Wiederbeleben kannst du deine gesamten Verbände statt eines einzigen Erste-Hilfe-Kastens verwenden. Wir sind eigentlich eher relativ gut unterwegs bisher. Gewesen, sagen wir mal so, wer weiß, was kommt. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Verbesserte Triangulation. Feinde werden im Zielfernrohr markiert, wenn sie auf dich schießen. Wäre zum Beispiel eine Idee, können wir uns mal vormerken, wenn es da jetzt nichts Spannendes geben wird. Sekundärwaffen Spezialmunition und die Gewehrspezialmunition. Und was haben wir beim Körper? Fokusbewegung. Oh, den Fokus haben wir schon lange nicht mehr verwendet. Bewege dich schneller, wenn du dich konzentrierst. Tiefer Atem, senke den durch leere Lunge erhöhten Puls. Das klingt gut, das nehmen wir gleich mal. Und stabilisiert, verringert den Puls, wenn Verbände oder Erste-Hilfe-Kasten verwendet werden. Die verwenden wir vielleicht 1 bis 2 Mal pro Mission. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber wir können mal schauen, dass wir hier... Entschuldigung. Vielleicht bei der Gewehr-Spezialmunition, dass wir uns das nehmen. Und dann nochmal ganz kurz hier reingehen. Und beim Gewehr... Dann gleich mal die nicht tödliche Munition mitnehmen. 10 Meter ist auch noch in Ordnung. 4 Meter und 10 Meter. Aber dann haben wir überall eine ganz, ganz leise Munition schon von Haus aus mit dabei. Und ich glaube, das ist ziemlich gut. Wir wollen ja immer leise vorgehen, also ich denke mal, das sollte ganz gut funktionieren. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir starten rein in Mission Nummer 5, die Festung Guernsey, 1. Juni 1944, Anbruch eines neuen Monats. Und wir gucken mal, was da auf uns zukommen wird. Ich bin schon mal gespannt am Ärmelkanal. We've disrupted the production line at Marchesac, which will slow Mahler's plans down. But we were too late to stop the shipment of huge quantities of already completed components. Components included state-of-the-art U-boat stealth plating. The shipments were bound for Guernsey, disguised as medical supplies. I'm following the trail. If Operation Kraken is some kind of stealth U-boat submarine, I need to take it out before it becomes an invisible killer in the channel. Naja. Factory shipping manifest puts those Kraken deliveries in the underground hospital further inland. Gotta head there and follow the trail. Also wir wissen natürlich wie immer nur relativ wenig über diese Operation. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir wissen, es gibt Operation Kraken. Wir haben mittlerweile schon mehrere, ich will mal sagen, Herangehensweise an das Ganze. Aber was genau da so gespielt wird, das werden wir, glaube ich, erst ein bisschen später herausfinden. Wir sind hier. Ui, schlechtes Wetter heute. Was ist denn da hinten eigentlich? Nichts. Ich glaube, das dient nur zur Deko. Okay. Schlechtes Wetter. Es regnet. Da sind wir mit so einem kleinen Schlauchboot angekommen. Ich weiß zwar nicht, wo wir hergekommen sind. Es ist, glaube ich, auch die erste Küste, die nicht befestigt wurde, damit eben keiner hinkommt. So. Und dann gucken wir gleich mal auf unsere Karte, würde ich sagen. Was denn da steht? Denn hier können wir ein paar Gnome finden. Es gibt insgesamt, ich glaube, 5 Gnome hier auf dieser Karte. Und einer davon ist direkt hier vorne. Jetzt ist die Frage, müssen wir den nur finden oder müssen wir den kaputt schießen? Das werden wir gleich rausfinden. Irgendwo hier steht der. Na, gucken wir mal. So, da ist er, der Gnom.
Und ich denke mal, wir müssen den kaputt schießen. Ich werde jetzt gleich mal, bevor wir da irgendwas Großartiges anfangen, wir können ja gleich mal die nicht tödliche Munition hier reinsetzen. So. Sehr schön. Gartenzwerg-Hassar. Zerstören können Sie ein Gartenzwerg durch die Schüsse. Da haben wir zumindest mal die Bronzemedaille freigeschalten. Sehr schön, sehr schön. So, ein paar Fläschchen nehmen wir auch nochmal mit zum Saufen. Sonst gibt's hier eh nichts. Wo kommen wir denn da weiter? Ach so, hier geht's weiter. Okay. Glaube ich. Geht's hier weiter? Hier geht's definitiv weiter. Okay. Na gut, den Gnom hätten wir. Und das erste große Ziel, wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Wo sind denn unsere Ziele generell? Da vorne müssen wir die Tarnplatten finden. Dringe in das Untergrundhospital ein. Dort wollen wir hin. Und dann gibt's da hinten den Lars Baumann in unserer Todesliste. Finde und töte Lars Baumann, indem du ihn in Beton begräbst. Oh Gott, Belohnungen Typ 100. In Beton sollen wir den begraben? Na, das kann ja spannend werden. Da bin ich ja schon mal sehr, sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Da haben wir, glaube ich, eine kleine Nebenmission. Da gibt es gleich irgendwas zu finden. Ein paar Crowbars beispielsweise, einen Alarm und natürlich auch ein bisschen was zum Lesen. Also das wird unser erster Posten sein, den wir einnehmen. Wie gesagt, da drüben müssen wir uns erstmal ein bisschen zurückhalten, aber wir gehen erstmal hier lang, würde ich sagen, an der Grenze der Karte, bis wir dann zum Schluss dann nach oben kommen. Dann holen wir uns vielleicht gleich mal das Untergrundhospital und den Herrn Lars Baumann und dann drehen wir da oben um, gehen wieder mittig zurück oder holen uns vielleicht nur zuerst ihn und dann gehen wir hier zurück und holen uns den da, wenn wir da hinten erstmal geschossen haben, wenn wir die Medaille bekommen haben, dann geht es wiederum an der anderen Map-Grenze zurück, bis wir hier dann zur Exfiltrate Location kommen, da wo es dann hinausgeht. Und ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, wir gucken uns nochmal ganz kurz in den in den Wehrpass rein, wie es aussieht mit den Medaillen, die wir gesammelt haben in den letzten Folgen. Wir haben da einen Souvenirjäger beispielsweise, sammle 24 private Gegenstände, da würden wir dann aufs Goldene kommen, oder? Ist es Gold? Das ist gar nicht Gold. Achso, das ist einfach nur ausgegraut. Okay, 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 okay. Bronze, Silber und da haben wir das Adlerauge auch. Zerstöre 24 Steinadler. Bei den Missionen, da fehlt uns ja leider eine. Schließe Rüstungsfabrik mit einer 3-Sterne-Bewertung ab, die ersten Risse. Da fehlt uns leider die hier, die Lokomotiv-Medaille. Sorge in Matressack für einen Unfall, bei dem der Zug in der Nähe des Verteilerdepots zerstört wird. Das haben wir ja leider nicht geschafft, weil das irgendwie verbuggt war in der letzten Folge. Wir können ja mal gucken, ob wir dann vielleicht irgendwann mal später nochmal zurückgehen und uns diese Mission holen können. Und hier haben wir den Gartenzwerghasser jetzt gerade begonnen. Zumindest mal als Bronze. 5 Gartenzwerge gibt es insgesamt und die werden wir hoffentlich alle finden. So, sonst gibt es hier nichts, aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar Bänder, die wir bekommen haben. Und da gucken wir auch mal ganz kurz. Zum Beispiel der Unterbrecher, den haben wir mittlerweile schon 4-mal. Wir haben den Aufklärer 4-mal und den V8-Zylinderjäger 1-mal mittlerweile. Wir haben auch hier den Fallensteller 1-mal. Und dann geht es weiter da unten. Da ist der Schädelknacker, den haben wir insgesamt schon 10-mal bekommen. Erziele 10 Kopfschusskills. Wenn wir das Band schon 10-mal bekommen haben, heißt das, wir haben schon Minimum 100 Kopfschusskills erledigt. Das kann man schon mal, ja, kann man schon mal sich damit rühmen. Reinigungskraft, das ist 4-mal erhalten, verstecke 3 Körper in Kisten. Sehr gut. Und noch irgendwas anscheinend. Ach, da geht's ja noch weiter runter, hoppla. Der Pazifist. Der Boxer, 5-mal insgesamt. Und das waren alle. Okay. So, das war alles von der letzten Folge. Und dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt weiter. Warum blinken die Fertigkeiten hier eigentlich? Wahrscheinlich, weil wir einen Punkt haben, aber den können wir ja eh nicht einsetzen. Und dann gucken wir mal. Es geht hinunter, es gibt kein Zurück mehr. Bisschen nass geworden, aber das macht ja nichts. Radio Tower. If I take it out, should slow down any reinforcements. Und da haben wir gleich unsere erste Mission. Die Funkübertragung ausschalten. Option A, die Seile sabotieren. Hier vorne, der Funkturm wird von Tragseilen gehalten. Fort Hommet, die Kommunikationszentrale der Insel. Wenn du die Funkausrüstung zerstörst, wird es schwieriger, Verstärkung anzufordern. So. Wir haben bisher noch keinen einzigen Feind gesehen. Ich bin übrigens sehr gespannt, wenn er jetzt aus dem Wasser rauskommt, ob seine Kleidung ein bisschen nass ist oder nicht. Sieht man da was? Ein bisschen vielleicht, aber es regnet ja generell, also von dem her ist die Kleidung immer nass. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, so wirklich nass geworden ist die nicht. Wenn Sie nicht wollen, dass was schief geht, sollten Sie den Turm mit mehr als 2 Kabeln sichern. Und da
das bei dem Wetter? Ach, das wird schon. Keine Sorge, Ludwig. Der wird schon noch einen Tag halten. Und danach kann man ihn ja reparieren. So, the radio tower support cables aren't up to scratch. I can take advantage of that. So, da haben wir unsere ersten zwei für diese Mission. Mal gucken, wer die beiden überhaupt sind. Da haben wir einerseits mal ihn, Christoph Wurst. Die anderen Mitglieder seiner Einheit tolerieren ihn gerade so. Und Armin Kaiser ließ sich, als er dienstfrei hatte, die Taschenuhr seines Vaters klauen. Sucht seitdem nach einem Vorwand, sich mit den Einheimischen anzulegen. Wo kommen wir denn da hin? Ach so, wieder zurück. Da wäre der zweite Weg gewesen, um darauf zu kommen. Okay. So, das waren anscheinend auch schon alle. Viel mehr gibt's hier nicht. Da hinten, das ist übrigens der Punkt, wo wir dann den einen erschießen sollen, glaube ich. Hoffe ich? Nee, das ist da. Da ist der steinerne Adler nämlich. Dort hinten sollen wir irgendjemanden erschießen. Keine Ahnung, ob wir da jemanden von hier sehen können, überhaupt auf diese große Distanz. So. Na, gucken wir. Uah. Gucken wir mal. Irgendwo ist noch ein dritter. Ich werde mal hier direkt die nicht-tödliche, nee, die Unterschallmunition werde ich da mal reintun. Sicher ist sicher. Wer weiß, was auf uns zukommt. Und da haben wir unseren ersten. Da vorne auch einer. Sehe ich das richtig? Nee, das ist nur das Fahrzeug. Ein Motorrad. Okay. Allein schon der Gedanke daran, Zeit oder Benzin zu vergeuden, um einem Propagandaeinsatz aus dem Weg zu gehen. Fort Hammett, the island's communications hub. Ja, ja, bound to be information I can use in there. Wenn du Glück hast. Bis später. So, na dann bis später. Mal gucken, ob sich die in einer Stunde wirklich noch treffen. Markus Rieger ist das, nimmt Bestechungsgelder von Einheimischen für kleinere Vergehen an, hat aber Angst, dass sein Vorgesetzter dahinter kommt. Na, da können wir ihm sicherlich helfen. Und Andreas Becker haben wir hier, vermisst es, die Reichsautobahn entlang zu brausen. Die Inselstraßen deprimieren ihn. Und irgendwo da oben ist noch einer. Warte mal, würden wir da reinkommen? Ich glaube schon. Ah, der fährt mit seinem Motorrad weg. Deswegen auch die Autobahn. Ich hoffe, der kommt nicht zurück. So, da steht ein bisschen Munition rum. Da drin ist ein Geschäft, so wie es aussieht. Da haben wir die Belüftung. Und da haben wir eine Crowbar. Die nehmen wir gleich mal mit. Die Brechstange brauchen wir. Da wird geschlafen. Platz für 6 Soldaten sind hier. Da kann Karten gespielt werden. Ein paar Waffen eingepackt. Ein paar Bücher zum Lesen haben wir hier. Da ist der Kompressorraum, da finden wir aber relativ wenig da drin. Ach, guck mal, da kann man durchschauen, da kann man direkt rausschießen, wenn es dann zu einem Angriff kommen sollte. Und natürlich auch hier wieder ein paar Propagandaplakate von der Luftwaffe, von der Kriegsmarine und vom Heer. Insgesamt 865.000 Truppen im Heer, 326.000 Personal bei der Luftwaffe und 102.000 Matrosen bei der Kriegsmarine, also weit über 1 Million Soldaten. Die Küstenartillerie der Kriegsmarine, sie kommen nicht rein und sie kommen, das Wunder, das Jagdflugzeug. Da haben wir eine kleine Lagerstätte. Steht da oben jemand? Nee. Da werden wahrscheinlich die Waffen gelagert und da ist auch so ein kleiner entweder Aussichtspunkt oder auch gleich was zum Schießen. Kann beides sein. Viel Platz ist hier nicht, also wenn du da beschossen wirst, da kannst du höchstens runterfallen und dir das Genick brechen. Wenn es schlecht auf schlecht kommt. So, da unten läuft der eine gerade rum. Und da finden wir auch nicht wirklich was. So. Aber irgendwo ist noch einer. Da haben wir einen weiteren Lagerraum. Warum da Geschäft steht, weiß ich nicht. Vielleicht kann man hier was kaufen auch. Oder es ist vielleicht einfach nur komisch übersetzt worden. Na gut. Viel zu sehen gibt's hier nicht. Uha. Ja, das ist leider... Das wäre eine Versteckmöglichkeit. Ich rufe den mal. Was war das? Ich hoffe, der kommt auch. Weil nur wenn er sich hier so gegen die Wand lehnt, können wir den jetzt erledigen. Moment mal. Wenn der sich nicht so gegen die Wand lehnt, dann ist er nicht in Deckung. Und wir können den hier nur mitnehmen
unentdeckt zu werden, wenn wir in Deckung sind. Und zwar so. So, Auskundschaften beendet. Und das wäre mal unser erster Bewusstloser hier auf dieser Insel. Gleich mal speichern. Würde er gerne wissen, wo der andere ist, der sich da oben irgendwo rumtreibt. So, hier gibt es ja überhaupt nichts. Aber da kommen wir zumindest mal hier nach oben. Oh je, da haben wir ihn. I'd better go somewhere else. Na, das hat ja gut funktioniert. Gut, dass wir gerade eben gespeichert haben. Wo sind wir denn da? Schnell speichern. Da müssen wir hin. Das hat ja gut funktioniert. Das sollten wir vielleicht ein zweites Mal nicht probieren. Der ist da oben. Guck mal, da hätten wir sogar eine Leichenbox. Da würden wir auch irgendwo hinkommen. Da haben wir ihn ja gleich. Den sieht ja hier, glaube ich, gerade eh keiner. Lights out. So, da kommt er gleich mal mit. Sehr schön. Ducken können wir uns gerade nicht. Ich hoffe nur, die anderen sehen da nichts. Da vorne sind auch noch ein paar. Also wir sind hier noch nicht alleine. Aber ich würde den gerne mal da reinstecken. So. Und dann ist Ruhe. Okay. So, wir haben, glaube ich, mittlerweile schon Option B auch rausgefunden, oder? Nee, Seile sabotieren ist nur Option A. Aber wenn es eine Option A gibt, heißt es wohl, es gibt auch eine Option B. Aber vielleicht müssen wir die erstmal rausfinden. Die schönen Tarnnetze sehen aus wie Nudeln. So, da vorne war ja nichts mehr. Da stehen auch nur Waffen über Waffen über Waffen über Waffen rum. Da haben wir nochmal eine Brechstange, die wir nicht mehr brauchen. Wie viele Waffen die hier rumstehen haben. Wirklich ein Wahnsinn. Okay, Bolzenschneider fehlt. Den müssen wir erstmal finden. Da haben wir nochmal eine Leichenbox. Muss aber mal gucken, ob wir hier überhaupt einen Bolzenschneider irgendwo finden können. Jo, es gibt einen. Zwei sogar. Alles muss sicher sein, wenn unsere Gäste eintreffen. Na, die werden schauen, wenn der Funkturm gar nicht mehr steht, wenn die Gäste eintreffen. Alter, das gibt's ja gar nicht, wie viele Waffen die hier rumstehen haben. Das ist ja unglaublich. Guck dir das mal an. Man, das sind wahrscheinlich nicht nur Feuerwaffen, sondern vielleicht auch ein paar Granaten und so weiter und so fort da drin. Aber das ist ja ein Wahnsinn, wie viele das sind einfach. So, gucken wir mal. Wir müssen da auf jeden Fall irgendwann mal wieder reingehen. Da haben wir den Kommandanten. Tim Wittkampf, Rugby-Kapitän an der Universität, bekommt auf der Insel keine Mannschaft zusammen. Und irgendwo da drinnen in diesem Häuschen ist auch noch einer. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir uns um das große Gebäude kümmern, kümmern wir uns erstmal um das kleine Gebäude hier. Hamid's Radio. If I disable this, can stop the Nazis raising the alarm. Ist das möglicherweise hier schon Option B tatsächlich? Deaktiviere die Funkausrüstung. Okay, also entweder wir sabotieren mal alles oder wir deaktivieren einfach und die anderen bekommen davon vielleicht nichts mit. Infos. Alright. This changes things. Die Deutschen lagern Sprengstoff in einem Bunker im Norden. Mirus Munitionsbunker. Okay, der ist hier oben. Interessant. Ganz woanders. Da können wir das Ding jetzt schon mal erledigen. Aber da warten wir lieber noch ein bisschen. Und weitere Infos gibt's hier. Nochmal. Die Deutschen lagern medizinische Vorräte in einem Martello-Turm an der Küste. Und der ist da hinten. Okay, also hier gibt's Medizin. Und da vorne gibt's Sprengstoff. Und da gibt's den Bolzenschneider. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kann telefoniert werden oder überwacht werden. Die Informationen haben wir gerade gesammelt. Und das Ding können wir zerstören. Aber die Frage ist, bringt das wirklich viel, wenn wir jetzt das Ding zerstören, das Ganze ja leicht ersetzen, oder? Aber wenn wir das ganze Ding hier kaputt machen, macht das ja viel mehr Schaden.
Da guck mal, wie schön das aussieht mit den Bäumchen hier. Wie liebevoll detailliert. So, das Ganze haben wir gerade eben schon gesehen. Von außen. Ja, da können die Waffen extra zusammengeschraubt werden. Oder ist das vielleicht ein bisschen Werkzeug? Ich weiß es gar nicht. Und da haben wir ein bisschen was zum Aufrüsten. Standardschuss, eine Granate und eine Tellermine. Alles laute Dinge. Ich bin fast sogar eher dafür, dass wir sagen, wir sabotieren diese Seile. Weil ganz ehrlich, wenn wir da drin diese Anlage kaputt machen, die haben vielleicht eine zweite mit und können das ganze Ding schon ersetzen. Und es hat genau nichts gebracht. Aber wenn wir die Seile hier zerstören und den ganzen Masten quasi hier demolieren, dann können die überhaupt nichts mehr anfangen damit. Und das ist ja eher das, worauf wir hinaus wollen. Oh, guck mal, da steht noch einer. Das ist Harald Sommer. Hast das hiesige Bier? Könnte jemanden für ein traditionelles bayerisches Weizen umbringen? Naja, könnte. Der wird es wahrscheinlich auch tun. So, dann schauen wir mal, wo es hier hingeht. Da waren wir ja auch noch nicht. Ein paar Flaschen gibt es und ein bisschen Munition. Von dem haben wir aber alles dabei mittlerweile. Und sonst ist da überhaupt nichts. Nur so ein kleiner Aufenthaltsraum. Und das war's dann auch. So, und im Großen und Ganzen haben wir die Leute jetzt mittlerweile schon fast alle entdeckt. Irgendwo da hinten ist noch einer zu finden. Die große Frage wird sein, wie holen wir uns denn diese beiden da drüben? Wir können natürlich hier rumballern, das wäre eine Idee. Sollen wir das vielleicht mal machen? Wir haben ja die Unterschallmunition, also hören sollte das definitiv keiner. Und dann holen wir uns erstmal den da. Und gleich darauf den anderen da hinten. So, da fehlt ihnen das Fernglas gleich vor lauter Schreck. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wären die zwei gewesen. Und natürlich hört das kein Mensch. 4 Meter. Wer soll das mitbekommen? Nicht mal der da oben vielleicht rumspaziert, hätte das mitbekommen können. So. Wir können einen von denen noch da drüben hineinwerfen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Den anderen werfen wir vielleicht einfach mal da über die Brüstung hinunter ins Wasser. Ah, guck mal, da haben wir sogar Sprengstoff gleich mit dabei. Sehr gut. Oh, da haben wir ja auch noch was. Guck mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was gibt's hier noch? Schützenmine und Schützenmine. Hätten wir da raufgekonnt? Ich glaube, da hätten wir sogar raufgekonnt. Guck mal, das ist so ein Ding, wo wir dran klettern können. So, Leiche rein. Und dann nehmen wir den anderen auch gleich mal da nach hinten mit, würde ich sagen. Da sieht ihn nämlich überhaupt niemand. Wenn wir jetzt da über die große Straße spazieren, können wir vielleicht entdeckt werden von einem von denen da hinten. Aber hier hinten merkt das definitiv niemand. Bin ich sehr froh darüber, dass es hier wirklich viele Versteckmöglichkeiten gibt. Das ist ja in der letzten Folge eben nicht so gewesen oder in der letzten Mission. Da mussten wir ja immer suchen und suchen und suchen, bis wir überhaupt irgendwas finden konnten zum Verstecken. Aber hier gibt's genügend Versteckmöglichkeiten. Gut, wir hätten den theoretisch ins Gras auch legen können. Das wäre dann Plan B gewesen. So. Na gut, einmal speichern. Und da haben wir unseren letzten, den wir brauchen. So, mal gucken, wer das ist. Egon Strohmann. Es ist auf der Insel, seit sie erstmals besetzt wurde. Und das ist der letzte, den wir hier noch brauchen, glaube ich, von den Leuten. Irgendwer schießt da gerade, oder was höre ich denn da? Oder ist das irgendein Generator oder so, der gerade verrückt spielt? Guck mal ganz kurz, wo wir hier langkommen. Da hinten wäre irgendein Bunker. Kommt man da überhaupt nochmal rauf? Da sind auch ein paar Soldaten zu finden.
Ja, um die kümmern wir uns dann später, würde ich sagen. Passt. Ah, sehr gut. Da kommen wir direkt beim Haus raus. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Oh, Geräusch gehört. Upsi. It's time to move. Na, das hat ja super funktioniert. Warum haben die das denn jetzt gehört, sag mal? Eieieiei, okay. Einmal die Autospeicherung, bitte. Mal gucken, wo der gespeichert hat. Ja, hier unten. Toll. Da hat der das Geräusch gehört. Das gibt's ja gar nicht. So, dann würde ich mal sagen, wenn wir schon mal da sind, dann holen wir uns gleich mal den hier auch. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ah, da. So, wen haben wir hier? Fritz Kurath hat sein Exemplar von meinem Kampf verlegt und vermutet, ein Einheimischer hat es verbrannt. So, und diesmal gehen wir vielleicht eher woanders lang, bevor uns die gleich wieder bemerken. Aber da hinten sind auch einige. Mich würde es interessieren, was hier so rumgeballert wird. Was macht denn diese Geräusche da? Oder ist es irgendein Generator vielleicht? Doch, ein Generator. Oh, guck mal, da ist noch jemand. Das ist Otto Friedeberg. Die Gerüchte um die Invasion lassen Befürchtungen um seinen Bruder, der in Calais stationiert ist, aufkommen. Und da würden wir ins Haus hineingehen können. Na, die große Frage ist, wie holen wir uns den denn? Wenn uns die da hören. Weil ich glaube nicht, dass sich der von seinem Posten wegbewegen wird. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da reinkommen. Aber der hat eine Panzerfaust da drin liegen, also da kommen wir definitiv irgendwie hin. Ich speichere mal, vielleicht versuchen wir es einfach mal durchs Fenster, wo man da natürlich... Oha. Das war sehr gut, dass wir da gespeichert haben gerade. Wie schnell die reagieren hier, alter Falter. Hast du das gesehen? Das ist ja ein Wahnsinn. Na, das hat zumindest mal funktioniert. So, Schloss knacken, das ist leiser. Okay. Da hätten wir eine schöne Waffe, eine leistungsstarke K98K, aber die kann natürlich überhaupt nicht mithalten. Mit unserer Lautstärke. Unterschallmunition tauschen? Nee, will ich gar nicht. Ach, guck mal, da hätten wir sogar einen Tresor. Sprengladung oder den Schlüssel. Ich mache mal alle Fenster auf. Ist eh draußen kühl, da können wir ein bisschen durchlüften. So, wo ist denn der jetzt? Ah, Dokumente. Hommet-Tresor-Kombination. Na, schau mal einer an. Gerade eben noch davon geredet und schon haben wir sie in der Hand. Die Kombination. So, was gibt's denn da Schönes? Unsere ersten Dokumente, Lächeln untertragen, die Geheimdokumente, da haben wir sie. Nummer 1 von 19 natürlich auch hier mal wieder. Festung Guernsey, Filmablaufplan. Am 1. Juni 1944 an das zuständige Personal. Anbei finden Sie den genehmigten Ablaufplan für unseren geschätzten Gast, Herrn Nakamura. Aufgeführt sind unsere Route und die geplanten Eintreffzeiten. Die Beschwerden über Störungen Ihrer Aufgaben durch die Filmaufnahmen habe ich zur Kenntnis genommen und werde versuchen, unsere Besuche kurz zu halten. Nichtsdestotrotz werden die Aufnahmen stattfinden. Mir ist bewusst, dass einige von Ihnen dies als unter Ihrer Würde oder Zeitverschwendung betrachten, aber ich kann Ihnen versichern, dass diese Führung von äußerster Wichtigkeit für die diplomatischen Beziehungen zwischen den Achsenmächten ist. Herr Nakamura muss die Insel voll des Lobes für uns verlassen. Mit deutschem Gruß, Sturmbannführer Meyer. Also jemand von Japan kommt hierher. Oder soll hierher kommen. Mal gucken, ob das noch der Fall sein wird, wenn wir hier mal fertig sind. So, was haben wir da? Propaganda, Propaganda, Propaganda. Warum hier französische Propaganda ist, weiß ich auch nicht. Die U-Boote, der Atlantikwall. Ja, ja, überall dort waren wir schon und da kommt jetzt unser erster Kompagnon. So, die Frage wird sein, wo geht denn der hin? Guckt der vielleicht erstmal aus dem Fenster? Das wäre ja ideal und das tut er tatsächlich.
Na dann? Zeit für ihn, schlafen zu gehen. So, lüften wir auch hier gleich mal, wenn wir schon mal da sind. Was haben wir da? Das kennen wir auch schon. Mit dem U-Boot, der Atlantikwall, Collabore. Macht mit. Und das ist, glaube ich, wieder was Neues. Die Raketen, irgendein japanisches Plakat. Das kann ich noch weniger übersetzen als die französischen. Also, wenn da vielleicht jemand Japanisch kann, gerne in die Kommentare schreiben, was da steht. Ich weiß es leider nicht. So, Flaschen haben wir hier. Da hinten noch ein bisschen Verband, aber das brauchen wir auch nicht. Wir sind ja noch relativ gut bis jetzt durchgekommen. 3 Soldaten fehlen noch. Und wir können überall das Fenster öffnen. Hat das überhaupt einen Sinn? Ich glaube nicht. Da ist auch irgendein Blatt Papier, aber das können wir nicht lesen. Und überall die Spielkarten. Na gut, irgendwie muss man sich die Zeit ja vertreiben. Da kommt ja nicht jeden Tag der Muckemuck her und spielt verrückt. So, und da sind wir eh schon wieder. Da sind wir jetzt einmal drumherum gegangen, durch das ganze Gebäude. Da unten dreht der noch immer seine Runden. Irgendwo weiter hinten haben wir den anderen in dieser kleinen Koje drin. Vielleicht finden wir den, wenn wir da runtergehen. Na, das sieht zumindest schon mal gut aus. Da kommen wir in irgendeine Art Lager rein. Wo natürlich wieder eine Waffe neben der anderen gelagert wird. Eh klar. Telefon ist ja auch. Oh. Nicht, dass er mich jetzt sieht. Und da steht er. Aber der guckt definitiv nicht in die Richtung. Das heißt, wir können uns den gleich mal holen. So. Gelootet wird er mittlerweile eh schon automatisch. Und dann holen wir uns den hier. Und dann sind wir eigentlich hier auf dieser Seite fertig. So. Einmal er hier. Da hätten wir jetzt eine Panzerfaust. Theoretisch vielleicht, falls wir die Dinger irgendwie anders kaputt machen sollten. Diese Stahlverstrebungen da. Diese Seile, die wir durchschneiden sollen. Aber wir haben es ja ganz gut lösen können, denke ich. Da vorne hätten wir nochmal eine Leichenbox. Da werden wir mal mit ihm zumindest hingehen. Der andere kann vielleicht sogar da hinten liegen bleiben. Oder sollen wir ihn auch mitnehmen? Ich weiß es gar nicht. Oben im Zimmer liegt ja auch noch einer. Ich würde sagen, das reicht. Das ist in Ordnung so. So, und den Alarm können wir auch gleich mal deaktivieren, wenn wir schon mal da sind. Zack. Und dann haben wir eine Ruhe hier in diesem Gebiet. Da kommt zwar so schnell wahrscheinlich eh keiner mehr hin. Och, da ist sogar noch ein Feind. Da oben, guck mal. Und ich laufe hier schon so herum. So mir nichts, dir nichts. Da haben wir sogar noch jemanden. Da geht's rauf. Und auch der natürlich hier umstellt von zahlreichen Kisten. So, das Ding markieren wir uns mal, auch wenn es keinen Sinn hat. Wir haben es bisher gemacht, dann machen wir es jetzt weiterhin auch. So, und dann holen wir uns mal den hier, den können wir gleich mal da reinhauen. So. Und dann hätten wir unseren ersten Punkt schon mal eingenommen. Deckel drauf. Dann gucken wir uns da oben nochmal ganz kurz um, was es da noch vielleicht Schönes gibt. Ziemlich viele Waffen, Standard-Gewehrmunition, die wir nicht mitnehmen können, weil wir schon alles haben. Und da würden wir wieder nach unten kommen, in den Raum, wo wir gerade eben eh schon waren. Na gut, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, wir gucken in der nächsten Folge hier, wie wir die Seile demolieren können. Es gibt ja 2 Seile, die sabotiert werden müssen. Wir haben mittlerweile einen Bolzenschneider mit dabei. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut, wenn wir das hier in der nächsten Folge machen. Wir werden auf jeden Fall mal vorher speichern, nicht, dass uns da gleich dann die nächsten Soldaten auflauern. Das wollen wir vermeiden. Ja, und dann geht's weiter hier an der Map-Grenze hinüber Richtung Martello-Turm. Das ist unser nächstes Ziel. Die Deutschen lagern dort medizinische Vorräte und die wollen wir uns schnappen. Das ist der Plan. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss!